Wer schnappt sich heute die drei Punkte? In 90 Minuten wissen wir mehr. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben schon richtig gute Spiele gesehen in der Liga. Heute darf gerne ein weiteres folgen, wenn es nach uns geht. Die heutige Begegnung, Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Sie kommen nicht so richtig in Schwung. Das ist zumindest mein Gefühl. Der Tabellenplatz entspricht überhaupt nicht ihren Erwartungen, zumindest bis jetzt. Wir haben mehr als die Hälfte der Saison allerdings noch zu spielen. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Von dem wissen wir ja, wie torgefährlich er ist. Da muss man als Abwehrspieler immer aufpassen, sonst gibt es Probleme. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Wie schätzt du die letzte Saison von Bayern 04 ein, Buschi? Best of the rest kann man das, glaube ich, nennen. Gegen Bayern und Dortmund gab es einfach gar nichts zu holen. Dahinter haben die Leverkusener das sehr gut gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was dies Jahr rumkommt. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Die Leverkusener also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Gutes Tackling. Einwurf jetzt. Brandt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Muss Einwurf geben. Nun Lars Bender. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Und er gewinnt den Zweikampf. Klar, gibt Einwurf. Höfler. Mike Franz. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Mike Franz. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Calhanoglu. Kampel. Nun Chicharito. Das war einfach und er hat den Ball. Brandt. Lars Bender jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Philipp. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Calhanoglu mit dem Fehlpass. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Pascal Stenzel. Griffo. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Mit dem Kopf. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Griffo. Sehr gut aufgepasst. Da kann er sich den Ball holen.
Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Den spielt er wieder zurück. Er schießt. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Chicharito. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Einwurf zum Gegner. Das war unkonzentriert. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Guter Ball nach draußen. Ball bei Leverkusen. Abrashi. Griffo. Sie suchen die Lücke. Ball draußen, gibt Abstoß. Brandt. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Null zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Tja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung erwünscht und möglich. Die zweite Hälfte läuft und jetzt hoffen wir mal auf mehr Spannung, Buschi. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Beide Teams nicht wirklich drin im Spiel bisher. Philipp. Kampel. Nun Lars Bender. Und Chicharito. Wendell. Memedi. Sie haben den Ball. Niederlechner. Abrashi. Das könnte die Chance werden. Gefährliche Flanke. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Und Chicharito. Toprak. Çalhanoğlu. Wendell. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Und er gewinnt den Zweikampf. Pascal Stenzel. Es gibt einen Wechsel bei Leverkusen. Çalhanoğlu. Aranguiz. Chicharito. Und er schießt. Das wäre die Führung gewesen. Ja, da wäre es beinahe passiert. Das war wirklich knapp. Philipp. Höfler.
Pascal Stenzel. Da passt er auf. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Jetzt Chicharito. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Fairer Einsatz hier. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Chicharito. Stark gemacht. Er zieht ab. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Und Vorland. Die Gäste werden wechseln. Jetzt wird's gefährlich. Sehr gut reingespielt. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Vorland. Wir gehen in die heiße Phase. Das Spiel ist nach wie vor absolut ausgeglichen. Baumgartlinger. Toprak. Klasse Technik. Witz, das macht er gut. Nils Petersen. Den Ball hält er gut. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. Heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Vorland. Abgefangen, gut gemacht. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit.